Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Freitagmorgen. Wir starten endlich mit der Osterproduktion, denn wir haben heute das Motto Ostern lässt grüßen. Und ja, es ziehen die ersten Stempelchen und Stanzen zum Thema Ostern ein. Ostern ist ja auch sehr früh dieses Jahr. Ja, und meine Woche war sehr durchwachsen, denn ich habe zwar vieles, was ich euch zeigen kann, weil ich das schon im Vorfeld vorbereitet hatte, bevor es mich umgehauen hat. Aber ich habe nur ein Watch Me Craft heute, weil ich das dann einfach nicht geschafft habe, die Videos noch aufzunehmen. Und ja, aber eins habe ich für euch und das zeige ich euch auch wieder im Anschluss an den Freitag. Ich würde sagen, ach so, ja, und es gibt heute noch eine Überraschung. Wer den Titel schon gelesen hat, der weiß, um was es geht. Aber dazu sage ich euch am Ende des Videos mehr. Ich starte mit dem Mittwoch-Spezial von dieser Woche. Das waren nämlich diese drei wunderschönen Siegelköpfe. Und ich hatte sehr, sehr viel Freude diese Woche mit der Siegelliebe. Ja, es gibt so Phasen, da hat man ja so seins, wo man sagt, oh, da hat man voll Lust drauf. Und bei mir ist es wieder mal die Siegelliebe. Da hatte ich super viel Spaß dran. Denn zu den vom Mittwoch-Spezial, da habe ich euch ja auch ein Video gemacht gehabt. Da hatte ich nämlich hier diese süßen Umschläge gewerkelt und auch einfach mal eine Inspiration für euch gegeben, wie ihr mit den Siegeln auch ein bisschen werkeln könnt. Weil ich gebe es selber auch zu, mir fällt es manchmal schwer, die Siegel dann auch irgendwie schön in Szene zu setzen. Aber hier bei diesen kleinen Umschlägen, finde ich, hat es super schön gepasst. Gerade hier bei diesen hier, finde ich, ist es ein sehr, sehr schöner Hingucker. Und ich habe auch noch eine Inspiration heute mit diesem Umschlag. Und ich würde sowieso grundsätzlich für diese Woche sagen, war mein Herz den Umschlägen gewidmet, plus den Siegeln. Denn ich habe noch das ein oder andere mit einer Umschlagstanze gemacht. Genau. Aber das war das Mittwoch-Spezial. Die gab es zum Einführungspreis. Und heute kommen aber noch mal drei weitere Siegelköpfe in den Shop und das sind diese hier. Das ist einmal dieser, nennt sich Taubenpaar, würde ich sagen, ist der perfekte Siegel für Hochzeiten. Und das ist ein sehr länglicher. Das ist einmal dieser, dann gibt es einmal diesen Perlenblume. Das ist auch ein länglicher Siegel und die sind tatsächlich dann auch sehr, sehr groß. Und es gibt einmal diesen hier, das ist die Mini-Tulpe. Und ich muss sagen, dass diese Mini-Siegel, die haben es mir echt super angetan. Ne? Wir hatten ja auch als Mittwochspezial diesen Mini-Brief. Und jetzt gibt es noch eine Mini-Tulpe. Und ich finde die so, so süß. Ja, und dann hatte ich angefangen mit den Siegeln und habe dann hier fleißig vor mich hingesiegelt und habe dann auch diesen hier noch verwendet. Das ist ja einer, den es schon im Shop gibt. Das ist nämlich dieser. Und im Vergleich, Tisch hier immer noch zu klein. Genau, im Vergleich ist das hier aber ein Siegel, der die Form des Engels aufnimmt. Dieser Siegel hier, den es als Mittwochsangebot gab, der ist ja rund. Und ich möchte euch auch noch ein Video machen, beziehungsweise euch mal zeigen, wie ihr solche Siegel, die so eine Form haben, wie ihr die gut verwenden könnt. Denn ich finde das nicht ganz so einfach, weil man kann da diesen Kreis dann nicht so rund machen. Das wird dann nicht so schön. Ja, aber da möchte ich noch ein Video zu machen, weil es kommen nämlich noch weitere Siegel in den Shop. Und ja, ne, also das sieht doch ganz süß hier aus. Und da ist auch noch mal ein Siegel dabei, der eben so eine Form hat. Und weil es auch mal ein paar Nachfragen schon gab, wie man zum Beispiel auch diese kleinen Mini-Siegel gut hinbekommen kann oder auch solche Siegel, dachte ich mir, dass ich euch das noch einfach mal zeige, wie ich damit umgehe. Und dann habt ihr da mal so einen Überblick, wie man damit umgeht, wenn die länglicher sind, wenn die so eine Form haben oder wenn die kleiner sind. Ja, ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Freude dieses Mal beim Siegeln. Und ich habe hier auch einige dann wieder mit diesem
Lackstiften von Edding versehen, weil mir das einfach gut gefällt und weil man da einfach nochmal so kleine Highlights setzen kann. Zum Beispiel hier diese Mini-Tulpe kommt halt mit diesem Gold jetzt nochmal viel mehr zur Geltung, als wenn man das jetzt hier nur in einer Farbe hat. Dann ist es halt einfach ein bisschen reduzierter. Aber ich finde beide Varianten schön, weil es kommt auch ein bisschen immer aufs Projekt an, finde ich. Ja, genau. Das war einmal das. Und jetzt dürfen die alle mal zur Seite. Zack, zack. Meine Umschläge auch. Auch zur Seite. Und ich lege los mit den Neuheiten von dieser Woche. Ich starte mit drei Stempelchen. Und zwar gibt es noch weitere aus dieser Serie hier von Carolas Bastelstübchen. Und zwar ist es einmal die Osterglocke. Genau. Einmal die Magnolie. Und einmal die Tulpe. Genau, das sind, davon gibt es ja schon andere Blumenarten und das sind jetzt hier noch mal ein paar neue. Ja, genau, einmal das. Dann gibt es heute ein Bundle und zwar dieses hier. Das nennt sich Ostereiliebe. Da habt ihr hier verschiedene Ostereier mit wunderschönen Mustern, wie ich finde. Sie unterscheiden sich auch in der Form, weil wenn man genau hinschaut, gibt es Eier, die oben ein bisschen schmaler sind und es gibt Eier, die so ein bisschen runder sind und es gibt hier dieses große Ei und bei den Stanzen, die es dazu gibt, gibt es eben dann eben auch die unterschiedlichen Stanzformen. Ne? Da müsst ihr dann aufpassen, wenn ihr das gestempelt habt, dass ihr die richtige Form dazu nimmt. Es gibt nämlich einmal dieses Ei als Form, es gibt ein großes, das ist dann für dieses, es gibt sehr, sehr ovale. Das sind dann hier diese Eier. Und es gibt eben das, was hier vorne so ein bisschen spitzer ist. Genau. Aber ich fand die sehr, sehr schön auch mit diesen Blumenranken. Und es hat mich wieder dazu bewogen, einen kleinen Gutschein damit zu machen. Oder so eine Verpackung. Sehr, sehr ähnlich zu dem vom Mittwoch Spezial. Aber einfach nochmal ein bisschen anders dekoriert. Da hatte ich hier einmal dieses neue Rub-On-Set verwendet. Jetzt muss ich einmal kurz gucken, wie heißt es nochmal? Es gibt mittlerweile so viele, das war nicht Pfirsichblüte, sondern Blütenpracht. Ja, genau, Blütenpracht. Das ist dieses hier, das ist von letzter Woche das. Und ja, mir hat es einfach super gut gefallen, weil ich hatte mir auf der Messe Anfang des Jahres, hatte ich mir diese süßen kleinen Wachteleier-Kartons mitgenommen und da hatte ich einen eben in rosa und das hat halt perfekt zu diesem Rub-On-Set gepasst und dann habe ich aber hier drinnen, habe ich noch mal etwas verwendet und zwar dieses hier, das ist nämlich auch ein neues Stempelset und zwar das hier, nennt sich Drollige Ostergrüße und da habt ihr hier diesen super süßen Hasen und dieses ja, mit ganz feinen Linien gezeichnete drumherum. Gefällt mir super gut. Auch die ganzen Schriften finde ich toll. Ich hatte jetzt hier, weil das von der Größe her nicht gut gepasst hat, hatte ich hier einen Spruch von den Winzlingen genommen. Und ja, wenn man das hier dann aufmacht, dann hat man hier vielleicht ein paar Schoki-Eier. Und dann sieht das sehr, sehr hübsch aus. Und auch hier hatte ich das Rub-On-Set nochmal verwendet, damit es nochmal ein bisschen bunter aussieht. Und dann habt ihr hier wirklich eine ganz goldige Kleinigkeit, die ihr zu Ostern verschenken könnt. Und entweder macht ihr zum Beispiel so ein Kärtchen, also so eins, nochmal rein und schreibt was Liebes drauf und macht es dann hier rein. Oder ihr macht einen Gutschein rein, zum Beispiel für, weiß ich nicht, kleine Kleinigkeiten, einfach Drogeriemarkt oder so. Und dann kann man das einfach verschenken. Finde ich sehr, sehr süß. Man kann es auch als Tischgutti zum Beispiel verwenden, ne? Wenn ihr zu Ostern jemanden einladet und dann könntet ihr das auch wunderschön als Tischgutti machen. Es muss ja nicht zwangsläufig diese Umschlagstanze dahinter sein. Ihr könntet ja auch einfach euch so ein Papier einmal zurecht machen und könntet es ja dann trotzdem da drauf so dekorieren, ne? Also das ist ja nur so ein Add-on, weil ich sehr umschlagverliebt war diese Woche.
So, jetzt nochmal zu dem Stempelset und den Sprüchen. Es ist einmal an alle, die behaupten, sie wüssten, wie der Hase läuft. Er hoppelt. Mein Name ist Hase. Ich habe jeden Tag Ostern. Ich suche immer irgendetwas. Irgendwas. Typisch Ostern. Selbst die Sonne muss man suchen. Und da finde ich einfach die Sonne und dieses mit dem Herz als I-Punkt sehr, sehr schön. Und es gibt es hier auch nochmal. Du bist mein Lieblingshase. Du bist und bleibst mein Hase. Und die haben alle eben in diesen Wörtern dieses Herz als I-Punkt. Finde ich sehr, sehr süß. Gefällt mir richtig gut. Ja, und das habe ich dann hier einfach zusammen verwendet. Ich habe das Set hier aber nochmal verwendet. Kann ich eigentlich nochmal liegen lassen. Und zwar habe ich einmal einen weiteren Umschlag gemacht, und zwar diesen hier. Das ist nämlich der mit dieser Abrisskante hier oben. Und da seht ihr noch eine richtig tolle Stanze, die heute noch in den Shop kommt. Und zwar ist es diese mit der Zusammenarbeit von Katas Atelier. Da habt ihr hier so eine Randstanze, würde ich sagen. Nennt sich Designline Papierhase Set. Und ihr habt hier noch Schmetterlinge mit dabei, drei Stück. Genau, da sind sie, einen großen und zwei kleine. Und dieser Hase, wenn der ausgestanzt ist, da werden auch diese Teile eben mit rausgestanzt. Und dann könnt ihr euch die, wie hier zum Beispiel, einfach extra nochmal zum Beispiel mit Aquarellfarbe anpinseln und euch das so hinsetzen, dass der Hase in so einer Blumenwiese sitzt. Und ich habe dann hier einfach das Häschen ein bisschen mit Aquarell bearbeitet, weil ich einfach finde, dass das schöner aussieht. Und habe dann hier, du bist mein Lieblingshase aus diesem Set, dazu gestempelt. Und wenn man jetzt weiß, was reinkommt, dann habe ich das jetzt hier oben noch offen gelassen, damit man hier den Umschlag bestücken kann. Dann würde man diese Lasche hier am Ende nochmal zukleben und könnte das dann verschenken. Da kann man dann auch hier nochmal einen Tupfen Kleber drauf geben, damit es nicht mehr hier so absteht. Aber jetzt macht es keinen Sinn, es zuzukleben, weil dann kann ich den Umschlag nicht mehr nutzen. Ja, und damit es ein bisschen noch niedlich aussieht, habe ich dem Häschen noch ein Nylongarn um den Hals gewickelt. Das war die Farbe Zitrone. Ja, und das ist heute auch unser Watch Me Craft, denn das war mir noch spontan eingefallen, dass ich euch zumindest dafür ein Video machen kann. Denn ich hatte den Hasen nochmal verwendet für ein Osterkörbchen aus Graupappe. Ja, aber das habe ich einfach diese Woche dann nicht mehr geschafft, als Video zu machen. Aber im Endeffekt, das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Das ist eine ganz normale Box. Und ich habe mir einfach hier unten nochmal eine Box drumherum gebaut, weil man kann das dann hier einfach rausnehmen, ne, oder reinstecken, wie man es nimmt. Und genau, dann habe ich hier noch einen Spruch aus einem neuen Stempelset noch, und zwar aus diesem hier. Das nennt sich Liebe Ostergrüße. Und da steht dann drauf: Kommt das kleine Osterhäschen, stupst dich an mit seinem Näschen, stellt sich auf die Hinterfüße und sagt die liebe Ostergrüße. Und das fand ich hier ganz passend, weil der Hase, der sitzt ja wirklich auf seinen Hinterfüßen und guckt so nach oben. Und deswegen fand ich das ganz passend. Dann habt ihr hier noch frohe Ostern vom Osterhasen und euch allen. Und dann hier ein paar niedliche Skizzenhäschen. Ich finde den hier besonders niedlich, weil der sich so eingekuschelt hat oder so, keine Ahnung, putzt. Ich glaube, putzen ist es eher. Und dann gibt es einmal diesen hier noch und diesen. Kann man mit Sicherheit auch wieder ein bisschen mit Aquarellfarbe sich auch kolorieren. Genau. So, dann waren das einmal die Neuheiten. Und hier habe ich dann noch bei dem Körbchen einfach hier noch so eine, ja, so Henkel dran gemacht mit Eyelets. Ja, weil Eyelets waren irgendwie auch diese Woche bei mir hoch im Kurs tatsächlich. Zu den Umschlagstanzen noch. So, das war das. Und das. Das funkelt so schön, weil ich habe da eine neue Colirofarbe. Also sie ist relativ neu. Und zwar diese hier verwendet, Lemonade. Ah ja, und diese beiden Farben, die gab es letzten Freitag neu. Burgundi und Seafoam. Mussten natürlich bei mir auch mit, weil
Muss ich eigentlich nicht mehr erklären, warum, oder? Weil ein kleines Koliro-Suchtproblem bei mir besteht. Genau. Dann habe ich noch ein letztes Bundle für euch. Und zwar dieses hier. Nennt sich Dudel-Ostern. Und ihr habt hier ganz, ganz süße Ostermotive. Hasen, Eier, Herzchen und Hühner. Sehr, sehr süß. Und ihr habt dann für alles auch die passenden Outline-Stanzen. Finde ich sehr, sehr cool. Und ich habe dann noch mal ein Kärtchen gewerkelt. Und zwar im Black-and-White-Stil. Irgendwie war mir danach, obwohl ich eigentlich sehr gerne im Moment Farbe auch benutze, weil so irgendwie, ja, mein Herz ruft einfach nach dem Frühling und nach Sonne. Aber trotzdem hatte ich irgendwie dann auch noch mal Lust, so ein Black-and-White-Kärtchen zu machen. Und da habe ich dann hier einmal das Häschen genommen und verschiedene Eier von diesem Set, aber auch von dem anderen Set von den Ostereiern. Hab dann noch ein paar weiße Enamel Dots drauf und hier mit Black Mica von den Koliros noch mal ein bisschen gesprenkelt. Ja, relativ schlicht, aber ich finde es trotzdem ganz cool, so mal mit Schwarz-Weiß. Ja, genau. So, das waren erstmal die Neuheiten. Jetzt kommen wir noch zu dem anderen Thema, was ich ja auch schon Ende letzten Jahres mal angesprochen hatte, dass ich mich einfach gerne mal bei euch bedanken möchte. Und deswegen wird es diese Woche eine Verlosung geben. Ich habe schon längere Zeit ein bisschen was zusammengesammelt. Von so ziemlich allen meinen Lieblingsmarken. Von mir selbst gemachtes und ja, alles, was ich so gerne verwende. Das ist hier so ein bunter Haufen. Da ist einmal Studio Light, ein bisschen Action, Simple and Basic, Gummiapan, ganz klar CC Design und natürlich auch ganz klar Kreativdepot ist was dabei. Da möchte ich gerne nochmal erwähnen, dass ich das tatsächlich von der lieben Iris und der Marion für euch gesponsert bekommen habe, dass ich das verlosen darf. Und da möchte ich mich auch nochmal ganz, ganz lieb bei den beiden bedanken, denn es ist nicht selbstverständlich, dass ich das einfach mal so verschenken darf. Ja, und ich habe da einfach ein bisschen mir was rausgesucht. Also einmal einen Siegel, Liebe, Kopf. Dann nehmen wir hier diesen wunderschönen mit diesem tollen Blumenstrauß, finde ich jetzt für den Frühling einen ganz tollen Siegel. Und was natürlich nicht fehlen darf, wenn es um eine Verlosung geht, sind Colirofarben. Da habe ich euch drei meiner liebsten Colirofarben ausgesucht und die werde ich dann auf die Pakete verteilen, denn es wird fünf Pakete geben, zwei etwas größere, beziehungsweise vielleicht sogar drei etwas größere und zwei kleinere. Denn wir sind ja hier bei YouTube mittlerweile fünf oder über 5000 Leute. Und ich muss wirklich sagen, wir sind hier so eine schöne, tolle Community. Und ich freue mich jedes Mal darüber, wenn ich von euch liebe Kommentare bekomme, wir einen tollen Austausch haben und es einfach so ein schönes Miteinander ist. Und deswegen möchte ich gerne fünf Pakete schnüren. Ich weiß noch nicht, wie ich sie schnüre. Es ist auf jeden Fall von allem dann etwas dabei. Ich habe hier schon mal ein paar Kärtchen. Jedes Paket wird von mir ein eigenes Kärtchen bekommen und vielleicht auch noch das ein oder andere gebastelte. Und es wird zwei Pakete geben. Deswegen sind diese Stempelsets mit dazu gewandert, bei denen ich auch noch Workshop-Plätze mit dazu packe. Denn es gibt seit dieser Woche einen neuen Workshop und zwar diesen hier. Ich habe einen Workshop als Kombination gemacht und zwar einmal hier mit den Alkoholmarkern und Polychromos und dieses Schweinchen hier ist nur mit den Polychromos von mir koloriert und den Workshop gibt es ab sofort. Also wer da Interesse hat, kann sich gerne unter timetocolor@web.de dafür anmelden. Das kostet 15 Euro einmalig. Und dann könnt ihr lernen, wie man diese Schweinchen hier kolorieren kann. Kombi-Workshop deshalb, weil ich eine Umfrage gemacht hatte, ob ihr
nur die Polychromos wolltet oder das. Und es hatte sich so herausgestellt, dass die meisten das und das haben wollten. Also ist es ein Kombi-Workshop geworden. Und ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz cool, weil dann hat man auch mal den direkten Vergleich, wie man mit welcher Technik arbeiten kann. Genau. Und weil es eben diesen neuen Workshop gibt, hatte ich mir überlegt, dass ich eben bei einem Paket das Stempelset hier mit dazu packe und einen Platz im Workshop selbst. Und das gleiche einmal für ein anderes meiner Lieblingssets, und zwar für dieses hier. Designline Prost ist das. Das ist hier Schweinchen Glück. Weil ich dieses Set schon sehr, sehr oft koloriert habe und es dafür auch einen Workshop gibt, möchte ich gerne einmal auch dieses Set noch mit in den Lostopf reinpacken und auch hier den Workshop-Platz. Sollte jetzt jemand gewinnen, der den Workshop schon hat, dann kann er sich natürlich auch einen von den anderen aussuchen. Das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber das ist die Idee dahinter. Genau. Und ja, ansonsten, wie gesagt, wird es ein buntes Paket, beziehungsweise fünf bunte Pakete mit allen möglichen Produkten, Marken, die ich gerne verwende und die so ein bisschen vielleicht auch für mich stehen. Ja, und was müsst ihr machen, um in den Lostopf zu hüpfen? Einfach nur einen Kommentar schreiben. Und da freue ich mich einfach, dass ihr mir vielleicht sagt, was euch gefällt oder auch nicht gefällt hier auf dem Kanal, wie lange ihr schon hier seid und was ihr besonders mögt, wenn es hier auf dem Bastelkanal, keine Ahnung, Anleitungen oder sonstige Sachen gibt. Schreibt einfach mal in die Kommentare und jeder Kommentar wird dann in den Lostopf kommen. Und ich denke auch, dass wir dann die Auslosung zusammen machen werden und dann schauen wir mal, wer die Gewinner sind. Ihr müsst mir natürlich dann auch eure Daten zur Verfügung stellen. Das machen wir dann aber auf dem privaten Wege. Und ihr müsst natürlich auch damit einverstanden sein, dass man eben euren Namen hier nennt und sieht, weil sonst kann ich das nicht richtig auslosen. Die Verlosung hat nichts mit YouTube oder sonstigem zu tun. Das ist rein von mir. Die Sachen sind von mir zum Teil selbst bezahlt, also alles außer Kreativdepot, das hatte ich ja gesagt, das wurde mir zur Verfügung gestellt, aber alle anderen Sachen sind von mir selbst gekauft. Und ja, ich würde sagen, damit habe ich alles zu der Verlosung gesagt und wünsche allen, die daran teilnehmen möchten, ganz viel Glück. Und dann bin ich sehr gespannt, welche Gewinner wir haben. Und dann würde ich jetzt sagen, verabschiede ich mich ins Wochenende, wünsche euch ebenfalls einen wunderschönen Start ins Wochenende. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich möchte heute gerne mit euch diese neue Stanze ausprobieren, beziehungsweise ein bisschen was damit werkeln. Und das ist hier die Designline Papier Hase Set. Und das ist in Zusammenarbeit mit Katas Atelier. Da gab es ja auch schon zur Weihnachtszeit Sterne. Und heute gibt es eben diesen süßen Hasen. Und ich habe den mir hier schon aus Aquarellpapier ausgestanzt. Wenn ihr den ausstanzt, hat der so ein bisschen die Besonderheit, dass diese zwei Blüten, die werden rausgenommen und sind dann in der Hasenform sozusagen integriert. Und die werden wir uns dann aber auch nochmal gleich mit ein bisschen anpinseln. Dann gibt es hier noch so drei Schmetterlinge, die werden wir auch nochmal anpinseln. Und ich habe das Ganze schon einmal verbastelt, aber dadurch, dass es mir nicht gut ging diese Woche, habe ich es nicht geschafft, zu dieser Verpackung jetzt hier ein Video mitzudrehen, weil das hier ist viel früher entstanden. Und ja, ich denke aber, wir können uns da was Adäquates, Ähnliches basteln aus Papier. Ich möchte nämlich jetzt nicht nochmal das Gleiche mit Graupappe machen, weil das einfach auch sehr zeitintensiv immer ist. Aber wir starten auf jeden Fall damit, diesen zuckersüßen Hasen einmal mit Aquarellfarbe etwas aufzuhübschen, damit er ein bisschen plastischer wirkt. Und genau, was wir dann daraus basteln, habe ich noch keine Ahnung, aber vielleicht einen schicke Deko für einen Umschlag hatte ich mir überlegt, für einen größeren Umschlag. Denn bei mir war ja diese Woche eh alles irgendwie umschlaglastig.
Manchmal hat man so Phasen, da sind es Verpackungen, dann sind es wieder irgendwelche Karten und dann sind es wieder irgendwelche Umschläge. Irgendwie ist das bei mir echt so, dass ich da immer so ein bestimmtes Thema habe und das dann in verschiedenen Varianten durchexerziere. Weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. So, für die kleinen Teile nehme ich mir aber gleich wieder hier meine Klebematte, lege ich mir schon mal zurecht. Und ich starte aber mit dem Hasen. Und dafür sprühe ich mir den jetzt erstmal ein bisschen an, damit schon mal so eine Grundfeuchte auf dem Papier einfach ist. Dann gehe ich hier mit dem Pinsel nochmal drüber, damit da wirklich überall nass ist. Das ist dann einfach gleich ein bisschen einfacher, da die Farbe aufzutragen. Gerade bei so größeren Flächen mache ich das gerne. Bei kleineren muss man es nicht unbedingt machen, aber ich finde es ein bisschen einfacher, einfach wenn das Papier schon eine gewisse Feuchte hat. So, und jetzt nehme ich hier wieder meine Aquarellfarben. Für die Blüten und für das Grün nehmen wir auf jeden Fall Gelb und das Grün hier wieder. Für den Hasen hatte ich, glaube ich, dieses Braun hier verwendet, wenn ich mich nicht täusche. Und das verwenden wir einfach wieder. Genau. Das ist die 964. Wenn ich die Farben finde, dann verlinke ich sie euch. Und ja, ansonsten müsst ihr halt mal schauen bei Schminke, wie die Farbe heißt, weil das ist ein bisschen blöd. Da kann man immer nur die Nummer hinschreiben. So, jetzt gehe ich hier in meine Farbe und möchte dem Hasen hier so ein bisschen Struktur verpassen. Und gehe hier einmal. Ich glaube, es ist doch ein anderes Braun, aber egal, jetzt nehmen wir das. Das ist ja nicht schlimm. Einfach hier mal rein. Und verteilen uns das ein bisschen. Hier. Ich versuche dem quasi jetzt so ein bisschen Schatten zu geben und bleibe hier hinten dunkler und möchte nach vorne hin dann das so ein bisschen auslaufen lassen, dass es da wieder heller wird. Ziehe ich mir die Farbe hier jetzt einmal so rein. Guck, dass ich die Blümchen nicht unbedingt mitmache. Wobei das jetzt nicht so schlimm wäre, wenn euch da die Farbe mal reinläuft. Dann hier auch noch ein bisschen dunkler. Ich sehe es nicht so gut, ihr seht es besser, weil ich schon wieder die Kamera vor der Linse habe. Ich denke, hier unten kann man noch ein bisschen dunkler werden. Ich tupfe da hier einfach ganz wild rein, einfach, dass das so einen schönen Verlauf ergibt. Dann kann man die erste Schicht auch trocken föhnen. Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal so. Muss mal kurz so bei der Seite gucken. Sieht nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Ich hole mal kurz meinen Heißluftföhn, denn ich werde mir diese Schicht jetzt erstmal trocken föhnen, damit es schon mal fertig ist, weil jetzt würde ich in diesem nassen Zustand nicht die Blümchen machen, das verläuft euch alles. Deswegen einmal kurz trocken föhnen. Dann sieht das Häschen so aus. Da oben werde ich noch mal drüber gehen. Das gefällt mir noch nicht.
Und eventuell gebe ich auch noch mal eine zweite Schicht auf. Das mache ich aber erst, wenn ich die Blümchen gemacht habe, weil ich erst mal gucken möchte, wie es wirkt. Jetzt gehe ich hier noch mal rein. Das ist das Schöne an diesen Aquarellfarben. Selbst wenn ihr die durchgetrocknet habt, könnt ihr da noch mal reingehen und die Stelle, die euch nicht gefällt, noch mal anlösen. Das finde ich wirklich einen großen Vorteil. Jetzt nehmen wir einmal das Grün. Das ist die 941. Dann nehme ich das hier und löse mir hier schon mal die Farbe ein bisschen an. Gehe hier einfach mal so ein bisschen rein. Ich werde hier gleich noch mit Wasser ein bisschen das verdünnen. Beziehungsweise hier einfach nochmal Farbe aufnehmen. So. Auf der anderen Seite genauso. Einfach ganz wild, einfach nur Farbe auftragen. Ich denke da auch, wenn ich das mache, überhaupt nicht drüber nach, sondern ich gebe da wirklich einfach ganz wild die Farbe drauf. Guck nur, dass ich nicht immer überall Farbe drauf gebe, dass auch manche Stellen noch so ein bisschen heller sind. Das finde ich persönlich immer ein bisschen schöner. Aber auch da, wenn das euch anders gefällt, macht das so, wie das für euch passt. Ich finde es auf jeden Fall immer ganz schön, wenn man so eine Stanze hat, dass man da einfach noch mal ein bisschen mehr, ja, so ein bisschen mehr Leben reinbringen kann, als wenn das alles einfarbig ist. Deswegen mache ich das sehr, sehr gerne mit Aquarell. Das reicht schon so. Wir können auch gleich noch mit einem anderen Grün theoretisch mal reingehen. Dann hat man da auch noch mal so ein bisschen mehr Spiel. Das könnte dann zum Beispiel das hier unten noch mal sein. Das ist dieses hier 945. Einfach nur, um da noch mal ein bisschen Farbunterschiede reinzubekommen. Das mache ich aber auch immer nur ganz wenig. So, okay. Auch das werde ich mir erstmal wieder trocken föhnen. Das sieht gut aus. Jetzt haben wir noch die Farbe Gelb, da nehme ich 931. Das ist diese hier. Und da werde ich einfach hier noch mal ein bisschen erstmal so eine kleine zarte Farbschicht und dann gehe ich noch mal richtig in die Farbe rein und tupfe mir hier noch mal die Farbe. Auch. Die hat hier so einen leichten lila Touch mit drin. Das sieht man aber erst, wenn die Farbe so besser getrocknet ist. So, jetzt überlege ich, beim Häschen könnte man hier noch ein bisschen nacharbeiten. Da muss man nur darauf achten, dass man natürlich gute Übergänge jetzt hinkriegt, weil sonst sieht man diese Kante gleich. Deswegen gehe ich jetzt an der Kante nochmal mit viel Wasser rein, dass das nochmal so ein bisschen schöner verläuft.
Im Zweifelsfall gebt hier nochmal nur Wasser mit in die Partie, damit das einfach ein sauberer Übergang ist. Sonst kann das euch passieren, dass das blöd auftrocknet. Und dann sieht das auch nicht so schön aus. Aber ich denke, so ist ganz gut. Nochmal föhnen. Dann haben wir den Hasen hier schon mal fertig. Der kann dann hier oben hin. Jetzt nehmen wir die kleinen Teile. Ich nehme hier wieder meine Klebematte. Die ist nämlich perfekt für diese ganzen kleinen Teile. Und dann kann ich das mir hier einmal so draufkleben. Und hier unten machen wir dann schon die Schmetterlinge mit drauf. Zack. Und dann auch hier sprühe ich mir das einmal vorher ein. Verteile das Wasser ein bisschen. Und nehme nochmal die gleichen Farben. Ihr müsst jetzt ein bisschen aufpassen, weil hier sind auch diese Blüten mit dran. Dass ihr die nicht grün malt. Dann einmal noch das dunkle Grün. Okay. Dann das Gelb. So machen wir hier die Schmetterlinge. So. Und die Blüten sind auch gelb. Hier gebe ich jetzt nochmal Farbe rein, damit es ein bisschen intensiver ist. Und dann kann das auch trocknen. Beziehungsweise föhne ich das einmal kurz. Ich habe das jetzt nur mal angeföhnt, weil mit dieser Gummimatte zu föhnen, das ist logischerweise nicht so gut. Weil das natürlich ein Heißluftföhn ist und deswegen, ich föhne es mir nur an und den Rest lasse ich jetzt einfach so trocknen. Aber dass es nicht ganz so extrem nass ist, habe ich es einmal ein bisschen angeföhnt. Und das lege ich jetzt hier oben hin. Mach einmal meine Matte sauber. Also die ist echt Gold wert hier, diese Matte. Habt ihr euch ja auch schon ein paar Mal verlinkt. Kann es auch noch mal verlinken für diejenigen, die sie vielleicht noch nicht kennen. Aber das ist für solche kleinen Standteile einfach ideal. So. Okay, dann würde ich sagen, Aquarell ist damit erstmal beendet. Und ich muss mir einmal dann eine Umschlagstanze rausholen. Ich weiß auch schon, welche ich gerne nehmen möchte. Ich möchte die mit der Reiskante nehmen.
aber die habe ich mir noch nicht zurechtgelegt. Und dann schauen wir mal, wie wir unseren Umschlag gestalten mit diesem süßen Häschen hier. Ich habe mir einmal die Umschlagstanze schon ausgestanzt und das ist diese hier. Nennt sich Umschlag mit Reiskante. Und ich finde die ehrlich gesagt ziemlich perfekt für das, wie ich das jetzt gerne hätte. Allerdings habe ich hier vergessen, einmal umzufalzen. Das gehört nämlich so. Denn, also, wenn ihr euch die einmal richtig falzt, dann machen wir das so, dass quasi die große Lasche nach innen kommt. Dann kann man das hier zukleben. Theoretisch können wir auch gleich mal praktisch so machen, weil das machen wir auf jeden Fall so. Also ich gebe mir jetzt hier einmal Kleber auf die Lasche. Klappt das hier einmal um. Guckt, dass ich nichts verklebt habe. So, und jetzt ist es so, dass ich diese Lasche hier nutzen möchte. Denn dieser Hase hat ja hier unten nochmal so einen Rand. Und ich möchte das jetzt gerne so anbringen, dass ich das hier so überdecke, weil ich das einfach schöner finde. Aber dann müssen wir auch hier noch unsere Blümchen mit einbinden. Die würden ja dann auch hier so mit reinkommen. Ich glaube, das da mache ich aber auf diese Seite. Und dann habe ich hier das hier noch. Und ich habe ja noch ein Blümchen, das könnte ich dann hier so. Wobei, das ist auch ein bisschen blöd. Dann habe ich zweimal das gleiche Blümchen nebeneinander. Machen wir es lieber doch so, dass das dahin kommt und das dann hier so in die Mitte. Das sieht ein bisschen schöner aus. Schmetterlinge können wir uns dann noch hinsetzen, weil der Plan ist, dass man das dann hier oben auch so flexibel lässt, dass man das hier noch dann, wenn man weiß, was da reinkommt, das dann die Lasche umlegen kann. Weil wenn ich das jetzt festklebe, dann kann ich den Umschlag in die Tonne kloppen, weil ich kann ja nichts mehr reinmachen. Ja, deswegen, das ist so der Plan. Allerdings, bevor ich das so mache, hatte ich mir noch überlegt, dass ich noch einen Spruch hier auf diese Lasche stempeln möchte mit dem neuen Stempelset. Und zwar drollige Ostergrüße, weil da gibt es nämlich einige, die passen würden. Also entweder kann man hier ganz normal, du bist mein Lieblingshase oder du bist und bleibst mein Hase. Sieht auch sehr schön aus. Ihr könnt aber auch diese länglichen zum Beispiel mal stempeln. Die passen auch beide drauf. Aber du bist mein Lieblingshase ist halt auch echt schön. Ich glaube, wir nehmen du bist mein Lieblingshase. Deswegen machen wir das hier nämlich einmal zuerst. Ich noch einen Stempelblock. Zack. Und ich brauche noch mal Farbe. So. Du bist mein Lieblingshase. Einmal. Oh, ich hoffe, ich mache das jetzt mal so, dass ich den noch mal. Ach nee, ich habe es ja schon geklebt. Oh, verdammt. Ich finde es immer ein bisschen schwierig. Ich hole es mal kurz zu mir her, weil sonst wird das nichts. So. Das muss einmal aber kurz ein bisschen antrocknen, weil sonst verschmiere ich mir jetzt die Stempelfarbe. Aber das ist ja gut geworden. So, du bist mein Lieblingshase. Aber wenn euch da ein anderer Spruch gefällt auf dem Set, könnt ihr ja auch, wie gesagt, einen anderen nehmen. Dann einmal zur Seite und einmal hier die Blümchen schon mal so ein bisschen festkleben. Also auch nur so partiell,
Das muss ja jetzt nicht irgendwie besonders viel halten. Hier so ein bisschen und das hier noch so ein bisschen. Dann haben wir das. Ich finde, das sieht auch sehr, sehr schön aus. Wie wenn der Hase so in der Blumenwiese sitzt. Die Schmetterlinge werden wir uns auch gleich noch ein bisschen dann dazu setzen. Jetzt ist nur die Frage, also wir können das hier eigentlich schon mal festkleben. So, hier einmal Kleber. Die Lasche machen wir dann gleich fest. So, oder? Noch ein bisschen tiefer, damit es nicht so ganz weit übersteht. So. Einmal festkleben. Okay. So, dann können wir uns das gleich festkleben hier. Die Lasche, wie gesagt, die muss offen bleiben. Zumindest so lange, bis ich weiß, wer was bekommt. Aber das ist ja perfekt für so Kleinigkeiten, ne? Egal ob ein Gutschein oder was auch immer. Ich finde es sehr, sehr süß. Dann haben wir hier ja noch die Schmetterlinge. Die knicke ich mir einmal in der Mitte. Und dann kann man die hier nämlich auch noch so ein bisschen mit dazu setzen. Da ist die Frage zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass der Große auf dem Ohr sitzt? Finde ich ganz niedlich. So. Und die kleinen dann hier unten irgendwie mit drauf. Ich würde eigentlich gerne noch ein bisschen Nylongarn irgendwo drumherum tüddeln, aber aktuell weiß ich noch nicht so ganz, wo das passen könnte. Man muss ja vielleicht auch doch nicht. Vielleicht ein paar Animal Dots noch oder ein paar Coleo-Sprenkler. Also eigentlich geht es ohne Coleo-Sprenkler bei mir ja eigentlich eh nicht. Da muss noch irgendwo was glitzern. So, aber das sieht doch ganz süß aus so. Ja, kleben wir uns auch gleich noch mehr fest. Ich lasse es aber einmal kurz antrocknen. Du bist mein Lieblingshase. So süß. Ja, Animal Dots oder Coleo. Ich denke eher Coleo. Ich werde hier einmal mal schauen. Ich habe da nämlich dieses tolle Gelb. Habe ich euch auch, glaube ich, schon gezeigt. Hier ist es. Das ist hier die Farbe Lemonade. Und ich finde das jetzt eigentlich ganz cool, wenn das nochmal so ein bisschen gelb ist. Es gab auch zwei neue Farben letzten Freitag, Burgundi und Seafoam. Und die habe ich mir natürlich auch mitgenommen. Ich muss nicht erwähnen, dass ich da ein kleines Suchtproblem habe mit den Coleros. Und ich muss mir jetzt von diesen kleinen Kästen, ich glaube den fünften oder so, neu anschaffen, weil sie sind alle voll. Ja, so ist es. Aber ich nehme jetzt hier mal die Farbe Lemonade auf jeden Fall. Die finde ich nämlich ganz passend. Und die trocknet so schön auf. Also sie sieht im Kasten nicht so toll aus, aber in echt ist sie wirklich traumhaft schön. Und dann werde ich aber, das muss eh ein bisschen einweichen, kann ich hier schon mal das hier festkleben. Einmal hier unten und ich mache das jetzt nur hier oben, da so ein paar Pünktchen. Das lassen wir mal, weil da die Lasche ist. Zack, das müsste eigentlich reichen. Das muss ja nicht besonders viel. Genau.
Das sollte reichen. So, einmal dann hier umklappen. Und einmal festdrücken. Dann kann man den Hasenkopf einfach so ein bisschen wegdrücken. Das kann man ja hier so ein bisschen hochschieben. Und dann kann man da die Lasche auch schließen. Das sieht so süß aus. Okay, so, jetzt einmal gucken, ob das hier... Ja, das ist ready. Das ist so eine schöne Farbe. Und dann einfach hier ein bisschen Klitzer und Klemmer verteilen. Die Schmetterlinge muss ich gleich wieder aufstellen. So, das reicht schon. Finde ich. Ja, die Flügel wieder hochstellen. Allerdings hat sich der Flügel hier unten jetzt so ein bisschen festgeklebt. Nein, komm her. Oh, verdammt. Ja. Der hat sich jetzt hier so ein bisschen festgeklebt, aber gut, ist jetzt so. Den kann man wieder aufstellen. Okay, so ist das doch ganz schick. Ich glaube, bei sowas kann man auch in Massenproduktion übergehen. Ja, weil im Prinzip ist es nur ein bisschen das Häschen kolorieren. Man könnte dem Häschen vielleicht um den Hals ein Nylongarn geben. Das probiere ich jetzt nochmal, weil irgend sowas Kleines, Süßes, Niedliches fehlt mir noch. Und ich glaube, ich nehme hier das Nylongarn in Zitrone. Das passt dann nochmal so ein bisschen zu diesem Gelbthema. Ob das jetzt so sinnig ist und ob das auch gut aussieht, werden wir gleich sehen. Ich lege mir das wieder doppelt. So. Fast ein bisschen kurz geschnitten zum Binden. Kriegt der hier erstmal so einen Strick um den Hals. So. Ich glaube aber, das könnte ganz süß aussehen. Dann hier einmal. Ich habe es echt ein bisschen kurz auf der einen Seite gemacht, das Nylongarn. Auf der anderen Seite ist noch relativ lang. Ich liebe es, Nylongarn zu binden, nicht. So, gut, das muss man dann auch so für sich hin tüddeln, wie man es braucht. Aber ich glaube, ich lasse das so. Ich finde das nicht so schlecht. Aber ich muss es mir gleich in Ruhe nochmal binden, weil die Schleife dann doch jetzt ein bisschen groß ist. Aber ihr seht, wenn die Kamera läuft, funktioniert das nicht so gut mit dem Binden. Aber ich hoffe, ihr erkennt, was mein Ziel ist, dass das Häschen hier einfach noch ein süßes Schleifchen hat. Ich muss es nur ein bisschen kleiner binden. Und dann hätten wir hier einen wunderschönen Umschlag, der bestückt werden kann mit allerlei Nettigkeiten, Gutscheinen rund zum Thema Ostern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Start ins Wochenende und wir sehen uns zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.